Wir gehen mehr Richtung Slow Flow, Richtung Restorative. Gehen es halt einmal, man möchte es kaum glauben, dann doch ein Ticken gemütlicher an. Und dafür wäre cool, wenn ihr alles an Props habt, was es irgendwie gibt. Ein Polster, eine Deckenrolle, Blöcke, Gurt, alles, was irgendwie uns dabei hilft, so ein bisschen zu werden. Und hallo Judith, ich würde euch heute besonders dazu einladen, dass du es dir super gemütlich machst. Also vielleicht heute, wenn ihr noch Lust habt, eine Kerzel anzünden, ein Räucherstäbchen, den Diffusor einschalten, das Licht ein bisschen runterschrauben. Nehmt euch ruhig die paar Momente Zeit, jetzt, dass das Umfeld so 10 von 10 cozy wird. Und auch von der Kleidung her, habt auf jeden Fall Socken und dann was zum Drüberziehen griffbereit. Wir werden heute zu Schluss dann wirklich ein Restorative Part machen. Und wenn du alles hast, was du brauchst, dann lass dir bitte Zeit, dass das wirklich super gemütlich wird. Alle, die schon voll happy sind mit ihrem Umfeld, komm über die Seite in eine Rückenlage. Oh yeah. Geh ja sicher, dass es schön warm ist, dass du es fein warm hast. Vielleicht hast du einen Deckengriff bereit, wo du die Teile, die vielleicht ein bisschen kalt sind, gerade einfach zudecken und dadurch noch ein bisschen mehr Gemütlichkeit einbringen kannst. Irgendeine liegende Position, die dich halt richtig abholt, mit Beinen angewinkelt, im Baddha Konasana, gestreckt, hoch auf Couch oder Wand, ganz egal. Wir werden uns in dem Restorative besonders auf die Körpervorderseite konzentrieren, dass wir die wieder ein bisschen aufmachen und aufbringen. Vor allem für die von euch, die beruflich und im Alltag voll sitzen, ist das halt einfach eine saugeile Vorbereitung für eine Woche. Schließ deine Augen, wenn du in Rückenlage bist. Sollte dein Blick noch voll wandern und du siehst voll hinter Augenlidern, nimm dir gern irgendwas, das du über die geschlossenen Augen drüber legst, damit du komplett alles um dich abschalten kannst. Und dann leg die Hände am Bauch und beginn tiefer zu atmen. Mit dem Einatmen hebt sich der Bauch. Der Bauchraum wird ganz weit, die Hände heben sich. Mit dem Ausatmen, ohne zu viel Mühe oder Aufwand, sinkt die Bauchdecke wieder ab. Wir werden halt mit einer kleinen Meditation anfangen. Das ist so die erste und älteste Meditation, die Buddha überliefert hat. Und die ist ganz einfach. Mit dem Einatmen denkst du dir, ich atme ein, in deinen Worten. Mit dem Ausatmen denkst du dir, ich atme aus. In der Sprechart und Form, in der du dir das selbst authentisch rüberbringen kannst. Und dadurch ist das ganz normal und voll okay, wenn du ein bisschen abschweifen anfängst. Zieh dir mit dem nächsten, ich atme ein, wieder zurück daher. Deine Atemzüge entschleunigen sich langsam. Dieses Heben und Senken vom Bauch wird müheloser, irgendwie ein bisschen organischer und natürlicher.
Du atmest ein. Du atmest aus. Wenn jetzt dein Zerdenkerin und Überdenkerin durchkommt und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Na sicher atmest du, du Ei. Nimm dieses Mi-Mi-Mi, dieses nervige Mi-Mi-Mi und schieb's mal ganz weit nach hinten. Wenn der Intensity-Junkie kommt und sagt, boah, jetzt liegst du da und tust atmen, das bringt uns genau gar nichts. Nimm dieses Mi-Mi-Mi-Mi und schieb's in eine andere Ecke. In einer sehr wertschätzenden Ort, weil die anderen Stimmen und diese Zugänge und Facetten haben ihre Momente und ihre Daseinsberechtigung. Nur jetzt gerade ist das Spotlight nicht auf ihnen. Du liegst nur da, atmest ein und atmest aus. Dann löse langsam dein Mantra, deinen Meditationsgedanken. Das sind ja die zwar ein zweiteiliges Mantra, das uns halt durch die Praxis leitet. Ich atme ein, ich atme aus, weil es einfach hilft, die Birne ein bisschen runterzuschrauben. Wenn es jetzt langsam davon driftet, atme mal vollständig durch den Mund aus. Durch die Nase ein für eins, zwei, drei. Vier durch einen Strohhalm aus. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Nase ein. Vier, Mund aus. Nase ein. Mund aus. Der Strohhalm wird immer kleiner, der Luftstrahl immer gezielter und gleichmäßiger. Nase ein. Mund aus. Nase ein. Und aus. Und dann bleib in diesem super gechillten Modus. Wenn du die Beine auf irgendein Ort angewinkelt hast, streck jetzt das rechte von dir, zieh dir langsam das linke Bein an die Brust, ohne viel Aufwand. Ah, das rechte Bein, das muss jetzt nicht wirklich vollstrecken oder aktiv sein. Und dann kannst du da die Intensität ein bisschen verändern und das linke Knie ein bisschen mehr zur Brust ziehen, ein bisschen weiter weggleiten lassen oder weiter Richtung Achsel kreisen. Und dann merk nicht nur dieses feine Langwerden im unteren Rücken, sondern auch vorne rechts am Hüftbeuger. Das rechte gestreckte Bein hat so ein bisschen Auszeit. Das linke gebeugte Bein hat so ein bisschen. Und dann hol dir das rechte Knie in super Zeitlupe, streckt das linke Bein von dir. Und auch da kannst du so kleine Pulse geben, die Intensität ein bisschen verändern. Und falls deine Augen noch zu sind, super fein. Wenn sie geöffnet sind, lass den Blick weicher werden. Und dann hol dir schließlich beide Knie zur Brust. Wackel ein bisschen von links nach rechts. Hui. Dann schnapp dir die Kniekehlen, wir werden ein bisschen aktiver und rock'n'roll ein paar Mal deinen Rücken auf und ab. Purer Zucker für die Erektoren. Ah, und lande dann, komm in einen Vierfüßlerstand.
Und dann spül das mit ein paar Katze-Kuh-Bewegungen aus, bleib gerne in deinem geschmeidigen Modus. Vielleicht kommen da ganz natürlich und organisch gewisse Momente, wo du gern einmal extra, ich atme ein und ich atme aus. Ein sehr simples Mantra, das aber hundertprozentige Erfolgsquote hat. Und dann lass die Hüften einmal nach rechts gleiten. Gar nicht viel, das linke Knie darf sich gern lösen, du hängst dann fast so ein bisschen, genau, so seitlich drinnen. Dann kreis die Hüften nach hinten, lass sie nach links gleiten. Wir gehen ein bisschen Richtung Side Body, mach das ein paar Mal nach links und rechts. Oh, das ist immer wieder gut. Ah, herrlich. Dann komm langsam zurück zur Mitte. Bis mir vorher das hilft nichts. Schnapp dir den Block und bring den Block zwischen die linke Ferse und den linken Sitzbeinhöcker. Upsi. Von da mit dem nächsten Einatmen streck den rechten Arm nach vorne, kick die linke Ferse nach oben. Fühl langsam, als du es gern würdest, atme durch den Mund aus und bring rechte Handfläche zum linken Knie. Atme ein, die langsamste Bewegung der Welt. Streck den rechten Arm nach vorne, das linke Bein nach hinten, Ferse zieht nach oben. Ganz langsam, du kannst da gerne die Augen schließen und deine Balance noch ein bisschen mehr herauszufordern. Rechte Handfläche, linkes Knie, einatmen, streck linkes Bein nach hinten, Ferse hoch, rechter Arm nach vorne. Ausatmen, bring rechte Handfläche zum linken Oberschenkel. Jetzt bleib da. Atme tief ein, press die linke Handfläche in den Boden. Mit dem Ausatmen, press Handfläche rechts gegen linken Oberschenkel, zieh den Bauchnabel hoch. Atme noch einmal tief da ein. Mit dem Ausatmen löst es. Jetzt bring jetzt das linke Bein in eine pinkelnde Welpenposition, den rechten Arm in einen Kaktus. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen lateral. Atme da mal ein. Mit dem Ausatmen quälend langsam, bring jetzt die rechte Hand auf die Innenseite vom linken Knie. Und wenn du da bist, press Knie gegen Hand, Hand gegen Knie. Einatmen, rechter Arm in Kaktus, linkes Bein kommt hoch. Ausatmen, Handfläche kommt zu Knie. Gerne durch den Mund ausatmen. Einatmen, zieh rechten Arm wieder hoch in Kaktus, linkes Bein im Pinkeln des Papi. Ausatmen, bring rechte Hand zum linken Oberschenkel. Auch hier, diesmal bleib da, presst die linke Handfläche in die Matte, atme ein. Ausatmen, rechte Handfläche ganz, ganz fest gegen linken Oberschenkel, spür die Körpermitte feuern. Release, bring die rechte Hand zurück zur Matte und dann kreis einfach Freestyle, ein paar Mal das linke Bein, um die Hüfte zu mobilisieren und die Hemis ein bisschen Arbeit zu geben. Man kommt zurück in deinen Vierfüßlerstand, Seitenwechsel. Block kommt zu rechter Ferse und rechtem Sitzbeinhöcker. Von da mit dem Einatmen streck jetzt den linken Arm nach vorne, rechte Ferse kickt nach hinten, aber schau kurz, was dein Körpermitte macht. Kannst du da deine Rippen und Hüften ein bisschen näher zueinander bringen? Ausatmen in super Slow-Mo, zieh das rechte Knie zur Brust, spür die Bauchmuskeln feuern, linke Handfläche drauf, press Hand gegen Bein. Einatmen, rechter Fuß nach hinten, oben, linker Arm nach vorne. Ausatmen, linke Handfläche, rechter Oberschenkel. Einatmen, einmal noch linker Arm nach vorne, rechtes Bein nach hinten, als würdest du in einem Honigglas sitzen. Ausatmen, bring Handfläche zu Knie, diesmal bleib da, atme einmal ein, lass die Schultern breit werden. Jetzt mit dem Ausatmen, mit weichem Kiefer und Nacken, press Handfläche gegen Knie, Knie gegen Hand, zieh Bauchnabel hoch. Löse, komm in deinen pinkelnden Hund mit Kaktusarm, atme ein. Jetzt mit dem nächsten Ausatmen, linke Handfläche auf Oberschenkel, Innenseite oder Knie. Einatmen, komm wieder hoch in deinen, schaut extrem lustig aus, das braucht einen Namen. Ausatmen, linke Hand gegen rechten Knie, Innenseite. Aber noch so.
linker Arm hoch, rechtes Bein zur Seite. Ausatmen, bring Handfläche zu Knie. Jetzt bleib du, atme tief ein. Mit dem Ausatmen press Hand gegen Knie, Knie gegen den Hand, lass deine Körpermitte feuern, Kopf ist geschmeidig und release. Oh yeah. Stell den Block zur Seite und komm in deinen Down Dog. Oh, was für ein Goodie. Lass den Down Dog einmal lebendig werden. Und in deinem Down Dog, komm langsam zur Ruhe, atme tief ein, denk dir, ich atme ein. Atme aus, denk dir, ich atme aus. Atme ein, du atmest ein. Beug die Ellbogen, zieh Unterarme zueinander, atme aus, du atmest aus. Kopf hängt, atme ein, ich atme ein. Atme aus, ich atme aus. Linkes Bein steigt nach vorne. Rechtes Knie setzt gepolstert ab, hopp deinen Blockgriff, deinen Gurt, sorry, griffbereit. Richte auf in der 90-90 und nimm den Gurt mit. Oder ist ein Schläufchen. Und dann greift ihr den Gurt so, dass er ein bisschen breiter als die Schultern ist. Mach dein Setup stark, lenk den Steiß nach unten, zieh den Bauchnabel nach innen. Jetzt zerreiß den Gurt, atme tief ein. Mit dem Ausatmen lande dir noch links. Macht euch heute nicht so viel Gedanken über Alignment, das machen wir sonst genug. Sondern einfach nur in einer Pose, was tut dein Atem? Was tun deine Gedanken, wenn sie schon beim Abendessen sind und bei was ist denn heute für ein Tatort? Ich atme ein. Ich atme aus, komm zurück zur Mitte und jetzt lande ich noch rechts. Das ist ja fast noch besser. Wenn du auf der rechten Seite bist, mit dem Einatmen zieh das Brustbein hoch zur Decke. Mit dem Ausatmen lass den Nacken weicher werden. Das heißt jetzt nicht, dass der Kopf unbedingt hängen muss, aber du weißt, wie es sich anfühlt, wenn dein Nacken ein bisschen chilliger ist. Von da, komm zurück zur Mitte. Stell dir vor, du kannst den Gurt jetzt hinter deine Schulterlinie bringen und ihn fast zerreißen und du merkst, wie deine Schultern zu feuern anfangen. Atme in diese Hitze ein. Mit dem Ausatmen bring den Gurt vor dir, Kinn zur Brust und jetzt schieb den Gurt weg von dir, dass die Schultern ganz, ganz breit werden. Wir wollen den Gurt nehmen. Böser Gurt. Einatmen, zieh die Arme hoch, zieh sie hinter deine Schulterlinie, wenn es sich fein anfühlt in deinen Schultern. Zerreiß den Gurt, atme aus, drück den Hinterkopf leicht nach hinten. Atme ein, Rippen lang. Atme aus, Kinn zur Brust, Schulter nach vorne, Gurt nach vorne. Stoß den Gurt weg, wir wollen ihn nicht mehr. Atme noch einmal tief ein, komm wieder hoch. Jetzt mit dem Ausatmen, dreh den Oberkörper nach links, kolte diesen aktiven, in der Mitte zerreiße am Gurt. Active Twist, ganz anders als ein passiver Twist. Mit dem Einatmen, press den rechten Fußrücken zur Matte, zieh die Rippen lang, ich atme ein. Atme aus, lass den Blick weich werden. Ich atme aus. Bring den Gurt zur Seite. Wir gehen jetzt in den aktiven Twist, aber ein bisschen anders als sonst. Bring die rechten Handrücken auf die Außenseite vom Knie. Mit dem Einatmen zieh den linken Arm nach hinten. Ausatmen, schraub beide Schultern weg von den Ohren. Lass Nacken und Blick wieder weich werden. Und wenn jetzt in dieser Art Yoga zu machen, wo das Tempo weit raus ist, deine Gedanken wieder wandern anfangen, denk dir nur, ich atme ein. Ich atme aus. Und
Und dann fühl einmal nach, wo das gerade was Gutes tut. Wo es feuert. Vor allem ist es ganz spannend zu beobachten, welche Stellen sich warm und welche Stellen sich kühl anfühlen. Meine linke Schulter und der linke Arm sind super brennheiß, feurig und aus irgendeinem Grund ist der rechte Unterarm ganz kühl. Sehr spannend. Release, komm zurück zur Mitte. Geh jetzt sicher, dass der rechte Knie gepolstert ist. Wir kommen in eine Art von Quad Stretch. Wenn du sagst, ey, slow flow, chill the base, ich balanciere da nicht rum, bring die linke Hand auf einen Block, der auf der Außenseite vom linken Fuß steht. Oft reicht es schon, wenn sie am Oberschenkel ist. Mach dir wieder nicht so viele Gedanken über Alignment. Ihr kennt all eure Cues. Mit Steiß nach unten, Rippen schmal, den ganzen Jam kennt ihr. Zieh mit dem Einatmen die Rippen lang. Option mit dem Ausatmen, die Ferse ein bisschen weiter zum Boot zu ziehen und den Steiß nach unten zu lenken. Wenn du noch ein bisschen mehr Balanceaspekt willst und ein bisschen mehr Druck, kannst du gerne die Ferse mit beiden Händen greifen, beziehungsweise den Fußrücken. Keine Angst, wir machen noch mehr für die Hüftbeugers. Das ist einmal so zum Anklopfen und sagen, hallo meine Lieben, was geht denn bei euch heute, ihr starren Teile, ihr Unfreundlichen? Dann löst es langsam. Geh sicher, dass dein rechter Fußrücken auf der Matte ist und beginn das Gewicht ein bisschen weiter nach hinten zu verlagern. Komm links auf deine Zehenspitzen. Du kannst die Hände einfach frei zum Balancieren neben dir lassen. Wir lösen jetzt nämlich die linke große Zehe von der Matte. Hallo! Und dann kreisen wir, das linke Bein nach hinten. Viel langsamer, als wir eigentlich gern würden. Eieiei. Hoho. Wenn du dann irgendwann in so einer ganz komischen Krieger in der, das schaut schon wieder aus, als hätte irgendwer eben gefilmt und das fünfmal schneller abgespült und alles so. Oh, 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 oh. Bring die Hände zur Matte und komm in eine Pigeon Pose. Das hat gerade viel zu cool ausgeschaut, ich freue mich schon auf die zweite Seite. Okay, in deinem Täubchen machen wir jetzt ein bisschen Active-Passive und gehen dann ein bisschen Richtung Mobility. Für Active-Passive kannst du gerne mit Blöcken arbeiten. Vor allem am Anfang ist das auch ganz cool, um mal reinzuspüren, aha, was soll jetzt eigentlich sich da heben? Yogi's Choice, ob du die linken Zehen aufstellst oder auf der Matte liegen lässt, einfach mal beides probieren. Und schauen, das ist nicht so cool im Knie, aber das passt mir. Okay, erste Runde mit dem nächsten Einatmen. Press die Hände in die Blöcke und du merkst, wie sich der Oberkörper so ein bisschen abhebt. Da war nur Gewicht in den Armen, mit dem Ausatmen senkt das Becken langsam wieder zur Matte. So richtig ab. Jetzt mit dem Einatmen beginnt das rechte Knie und den linken Oberschenkel in die Matte zu drücken. Hände können immer noch helfen, ausatmen, komm langsam wieder nach unten. Wenn du sagst, hey, das macht voll Sinn, Kathi, ich weiß, was du willst von mir, kannst du probieren, die Hände zu lösen. Und energetisch fühlt es sich eher an wie so ein Scherenbeine-Ding. Das heißt, die rechte Knie zieht nach hinten und das linke nach vorne, wie so ein Schwupp. Und wenn wir so 10 oder 15 von dir machen, das wird richtig anstrengend. Also kannst du gerne zwischendurch dann wieder mal die Hände auf die Blöcke bringen. Und das Ganze macht insofern einen Sinn, als dass wir sowohl die Muskelgruppen aufwecken, die wir brauchen, als auch durch dieses aktiv und dann reinhängen lassen, wird dieser Stretch viel, viel tiefer. Okay, bring die Hände runter von den Blöcken und komm jetzt eher in ein 90-90. Wir machen jetzt, ich habe ein neues Mobility-Ding, ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. In deinem 90-90 Pigeon, schau mal nach hinten zu deinem linken Fuß. Das ist voll cool für die von euch, die voll an Hüftöffnung arbeiten, auch Richtung Mittelsplit gehen wollen und Co. Saugeile Übung. Schau jetzt nach hinten zu deinem linken Fuß und probier mal, den linken Fuß ein paar Mal von der Matte zu lösen. Das heißt, du presst das linke Knie so fest im Boden, gerne wieder ein bisschen extra polstern. Das ist eigentlich keine blöde Idee. Und dann schau mal zu, dass das Ganze eigentlich aus deiner linken Arschbacke kommt. Das ist ja schon wieder Wahnsinn.
Okay, jetzt presst den linken Fuß in die Matte und löst das linke Knie ein paar Mal, wie so eine magische Miesmuschel. Sehr cool. Wenn das funktioniert und sich das stimmig anfühlt, kannst du mal probieren, das ganze linke Bein, das ist so anstrengend, ein paar Mal von der Matte zu lösen. Ah, schaut so easy aus, aber das Bein ist auf einmal 15 Kilo schwer. Oh. Ich atme ein, gell? Ja, und ich atme aus. Okay. Komm zurück zur Mitte, jetzt machen wir es am lustigeren Bein. Presst den rechten Fuß so fest in die Matte, dass du das Knie, das ist noch die einfachere Variante, ein paar Mal lösen kannst. Nur, dass wir ein Gespür für unser Hüftgelenk kriegen. Wenn das funktioniert, probier einmal den rechten Fuß von der Matte zu lösen. Das ist super tricky. Das Ding fühlt sich einfach komplett unbeweglich an. Aber es geht. Wenn du sagst, Kathi, ich liebe diese Übung, kannst du natürlich das ganze rechte Bein von der Matte lösen. Und das ist ein Burner. Das ist wirklich ein Burner. Umso weiter du die vorlehnst, für die von euch, die so, Alter, chillig. Lande mal weiter vor und probier das Gleiche noch einmal zu machen. Und atme dabei tief. Ich weiß, es gibt Lustigeres. Okay, jetzt kombinieren wir es. Atme ein, zieh die Rippen wieder lang. Atme aus, heb das hintere Bein. Atme ein, leg linkes Bein ab. Atme aus, löst das rechte Bein. Atme ein, komm zurück zur Mitte. Atme aus, presst beide Füße fest in die Matte. Jetzt geht die Bewegung nach unten. Atme ein, zieh Rippen wieder lang. Atme aus, löst beide Füße. Yes! Komm zurück zur Mitte. Und dann haben wir uns einen kurzen Fold verdient. Also lahn dir mal freie Schnauze über das rechte Bein. Kann auch gerne ein Twist sein oder so Sternum Towards Foot, wenn das ist, was der Hüft- und Rückenbereich halt gut findet. Und dann atme wieder ein bisschen tiefer nach dieser harten Arbeit. Dann richte ich wieder auf. Da gibt es eine coole Mobilitätsübung. Wir starten einmal alle mit den Fingerspitzen als Hilfe. Mit dem Einatmen zieh die Rippen lang. Mit dem Ausatmen möglichst wenig Gewicht in den Armen, lahn die über das rechte Knie. Einatmen, richte wieder auf. Option einmal nur mit einer Hand zu probieren. Linke kommt aufs Kreuzbein, ausatmen, komm nach unten. Einatmen, richte wieder auf. Wenn es cool funktioniert, beide Hände am Kreuzbein. Ausatmen, lande die noch. Find deine Variante und jetzt kehren wir das Atemmuster um. Jetzt einatmen, lande die noch unten. Ausatmen, richte wieder auf. Hat das jetzt cooler funktioniert oder nicht so cool? Genau, mal Vergleich. Das wäre jetzt ausatmen, komm nach unten. Einatmen, richte auf. Welche Variante funktioniert besser für die? Merkst dir, wir haben eine zweite Seite. Und dann bleib aufgerichtet. Mir haut gleich die Haxen, aber ich sag's euch. Löst das linke Bein und bring's nach vorne. Rechter Fuß ist auf Beininnenseite. Oder wenn sich deine Hüften gerade sehr wohl fühlen, natürlich auch gern in einem halben Lotus. Schnapp dir deinen Gurt wieder. Wo ist er denn? Und dann schwing den Gurt um dein linkes Bein. Die linke Hand schnappt sich den Gurt von hinterm Rücken. Das heißt, du kannst sonst die linke Hand zuerst in die rechte Hüfte bringen und dann den Gurt schnappen. Sehr cool. Und dann nimmt auch die rechte Hand den Gurt. Wir sitzen jetzt in einem Twist. Yes. Mit dem Einatmen zieh die Rippen lang. Mit dem Ausatmen Schultern weg von den Ohren. Das ist ein Mini-Forward-Fold. Aber nur ganz minimal. Einatmen, schieb Scheitel nach vorn, zieh Rippen lang. Ausatmen, linke Schulter weg vom Ohr und jetzt darf der Kopf richtig hängen. Atme tiefer. Hm.
Und du kannst jetzt mit der rechten Hand, mit dem nächsten Einatmen, den Oberkörper weiter nach vorne ziehen. Mit dem Ausatmen, mit der linken Hand, den Twist tiefer werden lassen. Einatmen, rechte Hand, zieht die tiefer, weiter nach vorn. Ausatmen, linke Hand, zieht die tiefer in den Twist. Und wenn jetzt noch diesem Conditioning und dem aktiven Teil der Birne wieder sagt, gib ihr was zum Tun, was Simples wie, ich atme ein, ich atme aus. Löse. Greift jetzt den Gurt mit beiden Händen für einen ganz simplen, nicht zerdachten Forward Fold. Wie er immer der für die heute ausschauen mag, keine Vorschriften bezüglich Rücken muss gerade sein oder du musst die Hände dort und dahin bringen. Du kannst einmal probieren, wie es sich anfühlt, den Fuß und das Bein ganz locker zu lassen, Handflächen nach oben zu geben und Kinn zur Brust sinken zu lassen. Vor allem im Forest Yoga machen die Erektoren, das sind unsere Filets, die Aufrichtungsmuskeln, oft extrem viel. Und dann kann es super angenehm sein, solange die Lendenwirbelsäule zulässt, einfach mal kurz Kinn zur Brust und abhängen. Wenn du deine Variante von dem Forward Fold jetzt so richtig zu genießen angefangen hast, zeichne mal mit der Nase ein paar liegende Achten, um dem Nacken zu sagen, hey, ist ja gut. Und dann nicke mal ja, weil es ist ja wirklich gut. Und dann roll die langsam wieder hoch. Kopf kommt als letztes. Für alle von euch, die im halben Lotus waren, bitte das rechte Schienbein jetzt wieder zu Boden. Wir machen jetzt die Gegenbewegung von dem Ganzen. Bring den Block zur Seite, falls du dann für die Hände benutzt hast, gut, falls du den auch gehabt hast. Rechte Hand hinter rechter Hüfte, mit dem Einatmen zieh den linken Arm hoch. Das ist kein Backbend, das ist mehr eine Seitbeuge für die linken Rippen. Ausatmen, komm mit den Hüften wieder nach unten, bring jetzt die linke Hand Richtung linke Zehen oder Schienbein. Wir gehen in beide Seiten lateral, rechte Hand unter Hüfte. Einatmen, komm in der Gate Pose Modification. Ausatmen, setz Hüfte ab, linke Hand kommt nach vorne. Und wenn ihr da jetzt ein Mini-Backbend und Forward Fold machen wollt, weil es sich im Rücken einfach geil anfühlt, um Himmels Willen, you do you, das kann natürlich auch dann mehr Forward Fold werden als ein Side Fold. Super Up-Level, schließ die Augen. Channel deine innere Tänzerin, deinen inneren Tänzer. Es darf sehr dramatisch sein. Schaut da unglaublich ästhetisch aus. Mm. Und wenn du das nächste Mal in deiner Gate Pose bist, hast auf aufs rechte Schienbein gestützt, bring mit dem Ausatmen die linke Hand zur Matte, stell den linken Fuß auf und komm in deinen Down Dog. Oh. Vertritt dir da kurz die Beine. Schau mal, ob du links und rechts vielleicht schon ein bisschen einen Unterschied merkst. Ich auf jeden Fall. Und dann steig mit dem rechten Fuß nach vorne, setz das linke Knie gepolstert ab und hab deinen Gurtgriff bereit. Machen wir was anderes. Hab den Gurt einmal irgendwo am Oberschenkel liegen. Machen wir was anderes. Mir gerade spontan überkommen. Und dann greift ihr hinterm Rücken mit der rechten Hand den linken Bizeps, dieses mächtige Teil. Mit dem Einatmen zieh den Bizeps nach unten, die Schulter kommt mit, da kann echt Saft drauf sein. Mit dem Ausatmen lass das rechte Ohr zur rechten Schulter gleiten. Oh. Und dann öffne mal leicht den Mund. Du kannst die Augen schließen, wenn es die Balance zulässt oder den Blick ganz weich werden lassen, wie beim Nordenkastel schauen. Gerne mit der Kopfposition rumspielen, wo jetzt der Nacken am allerglücklichsten ist.
Dann zieh ihn zur Brust, lass den linken Bizeps aus und schnapp dir hinterm Rücken mit der linken Hand den rechten Oberarm. Kinn bleibt bei der Brust, atme tief ein. Mit dem Ausatmen zieh den rechten Oberarm nach unten, die Schulter kommt mit und dann linkes Ohr über linke Schulter. Vielleicht ist die Seite ein bisschen kulanter. Vielleicht ist es aber so richtig bitchig. Aber das ist okay. Verändere die Kopfposition leicht, atme tief. Vielleicht fängt es an, in den Fingerspitzen zu kribbeln. Oder du kannst beobachten, wie dein Körper immer wieder so ein bisschen von links nach rechts pendelt. Release, bring ihn zur Brust und dann stützt mit einer Hand deiner Wahl den Kopf wieder zurück nach oben. Schnapp dir jetzt dein Gurt und bring ihn wieder in deine YMCA-Position. Ich bin ein Telefonmast, yeah! Zerreiß den Gurt mit dem Ausatmen, dreh den Oberkörper nach rechts. Einatmen, Rippen weit, Rippen breit, Rippen lang. Ausatmen, Bauchnabel tief, Twist vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Noch ein tiefes Einatmen. Mit dem Ausatmen löst den Griff am Gurt, bring die linke Hand auf die Außenseite vom rechten Oberschenkel und den rechten Arm nach hinten. Wenn das voll ungut ist, kannst du den rechten Arm ins Kreuzbein stützen. Das ist ganz cool für die Beckenaufrichtung und der hängt dann nicht so im luftleeren Raum. Komm zurück zu deinem Mantra, das so simpel ist und doch immer wieder mal davon schweift und davon schleicht. Mit dem Ausatmen komm zurück zur Mitte. Option auf der Außenseite vom rechten Fuß an Block stehen zu haben. Und bitte sicher gehen, dass dein linkes Knie super, super gut gepolstert ist. Schnapp dir den Fuß von der Außenseite und spür dir mal damit, welche Variante auf der Seite für dich funktioniert. Flex die Zehen, atme ein, zieh die Rippen lang. Mit dem Ausatmen, du kennst das Spiel, läng steiß nach unten, zieh den unteren Bauch tief. Und dann könnt ihr auch mal ein bisschen damit spülen, wie das sich das angespürt, sich nach vorne zu laden. Halleluja. Das kann sehr, sehr spannend sein. Also spürt ihr mal ein, ob das für dich was bringt, ob das cool ist für dich oder ob das eigentlich ziemlicher Bullshit ist. You do you. Dann lass elegant wie eine Wassernymphe deinen Fuß wieder gehen. Tschüss, mein Fuß. Lande nach hinten, komm rechts auf die Zehenspitzen. Atme tief ein, bereite dich vor auf unseren Balanceakt. Oh yeah, mit dem Ausatmen löst den rechten Fuß. Und dann kreis langsam. Es schaut immer so aus, als würde das viermal so schnell abgespult werden, was geht. Und dann kreist das Bein nach hinten. Ich hätte so gern ein Screensaver oder ein GIF oder so. Okay, und wenn das Bein hinten ist, find ein Täubchen. Es ist lustig, lustige Sachen können so einfach sein. Von da finde deine zwei Blöckchen. Außer du sagst, hey, ist das so einfach von Kathi, ich brauche keine Blöcke. Dann nicht. Mit dem Einatmen, erste Runde mal mit Vollgewicht auf den Armen. Streck die Arme durch, hebel die weg von der Matte. Mit dem Ausatmen immer noch alles auf den Armen, sink nach unten. Einatmen, Arme und Beine. Benutzt Arme, aber beginnt den Beinen sozusagen so frei in die Richtung, geht's? Ausatmen, auch wieder beides. Ab dem dritten Mal Option. Ohne Hände. Guck mal, ich kann ohne Hände. Jedes Kind, bevor es mit dem Radl voll oben gestrahlt ist. Aber es schaut schon cool aus, wenn jemand so ohne Hände Radl fährt. Ich meine, das ist voll gefährlich und so, aber es schaut schon. Sag ich, weil es nicht kann. Es funktioniert irgendwie nicht so. Und ihr könnt es dann einmal abgeschweift. Ihr könnt dann einmal schauen, wo die Handposition ganz cool ist. Ich merke da zum Beispiel immer, dass mir vorne so die Rippen auffliegen und ich so
so ein Schwan am Altausseer See wird, so ein ganz obdrahter, schauberter Wackel, dann ist es vielleicht auch für die cool, die Hände auf den Bauch zu bringen und die wieder zu erinnern, okay, ich hab immer noch einen Call, der ist ja immer noch da. Wenn du merkst, bei diesen Active-Passive-Geschichten fängt dein Kiefer an arbeiten, ist das dein Spot. Wenn eine Hüfte nach hinten rutscht, ist das dein Spot. Und Release, weil sonst können wir halt gar nichts mehr machen. Ah, komm in deine 90-90-Taube. Ist das für euch anstrengend oder habe ich halt einfach überhaupt null Soft? Na, okay, schaut sehr entspannt aus. Cool. Okay, 90-90-Zaube. Wartet's le. In deiner 90-90-Zaube machen wir wieder ein bisschen von diesem Hip-Conditioning. Das können wir schon ein bisschen schneller durchgehen. Das ist nämlich nicht die spannendste Sache der Welt. I know, aber es hilft. Schau nach hinten und löse den rechten Fuß ein paar Mal. Auch da, für Muscle Memory ist das oft sau cool, wenn wir einen Muskel auf zwei Orten spüren. Also wenn du mal die rechte Hand auf rechte Hüfte und den Po gibst und merkst, aha, das feiert da, hilft das vielleicht, dass du das nie mehr vergisst und die Bewegung für immer in deinem Repertoire ist. Press rechten Fuß in Matte, löse aber mal das rechte Knie, das ist jetzt die einfachere Variante. Und dann spüren wir noch mit deiner rechten Hand, wo jetzt die Bewegung herkommt. Aha, das ist ein bisschen mehr Oberschenkel, ein bisschen weniger Po, spannend, aber voll Hüftbeuger. Good to know. Komm nach vorne, bewege ein paar Mal das linke Knie. Wieder mit der Hand abchecken, wo fängst du an arbeiten. Aha, das ist auch eher Hüftbeuger, spannend. Dann, wenn du magst und wenn du bereit bist für den Fun schlechthin, vielleicht kommt der Fuß von der Matte. Vergiss nicht zu atmen, weil das brauchen wir zum Leben. Okay, Combination. Atme ein, zieh Rippen lang. Arme können, was auch immer tun, atme aus, löse rechtes Bein. Rechtes Bein setzt ab, atme ein, Rippen lang. Atme aus, löse linkes Bein. Ah, jetzt sind wir noch hinten gelandet, voll geschummelt. Atme ein, komm zurück zur Mitte. Atme aus, presst beide Füße in die Matte. Ganz fest. Atme ein, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, schwer verdient. Deine Variation von so einer 90-90-Taube. Lass dein Atem wieder geschmeidiger werden. Teile die Zahnreihen und löse die Zunge vom Gaumendach. Wenn der Nacken zickt, schüttel den Kopf immer langsam ja und nein. Schau, wo du an den Spot kommst, der sich ein bisschen wehrt. Wenn der Spot, der sich wehrt, die Birne ist, ich atme ein. Ich atme aus. Richte mit dem Einatmen langsam wieder auf. Pigeon Leans. Bring die Fingerspitzen für die erste Runde nach vorne, sodass sie die gut stützen. Atme ein, Rückseite der Rippen vor allem zieht lang. Mit dem Ausatmen lande nach vorne. Richte wieder auf. Wenn das Atemmuster für die anders cooler ist, wechsel jetzt. Das heißt, du atmest ein beim Runterkommen, aus beim Hochkommen. Yes, sehr cool. Option, die rechte Hand zu lösen und auf das Kreuzbein zu bringen. Option, auch die linke Hand zu lösen. Und das ist auch so eine Bewegung, die schaut total einfach aus, die ist aber nicht ohne. Wirklich nicht. Vor allem, wenn wir so wie jetzt 20 davon, nein, macht man nicht, keine Angst. Kurz die Blicke so, was? 20? Was? Nein. Vielleicht drehe ich einfach so noch weiter, bis wir wirklich 20 haben. Wir werden es nie erfahren. Und dann komm langsam wieder hoch. Lande auf den linken Sitzbein, hör, komm, bring das rechte Bein nach vorne. Deine Wahl, ob du den Fuß auf die Beininnenseite bringst oder in einen halben Lotus.
Die Seiten ist vielleicht anders als die anderen. Das ist nicht nur okay so, das ist sogar ziemlich cool so. Fahr den Gurt um deinen rechten Fuß und dann schnapp dir den Gurt hinten rum mit der linken Hand. Jetzt habe ich einen Blödsinn gemacht. Sorry, stimmt nicht. Was hat sie gesagt? Wer ist sie? Okay. Schnapp dir den Gurt hinten rum und die zweite Hand greift ihn von vorne. Jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Jetzt hast du mich kurz gebrainfuckt. Wir wollen so twisten. Okay. Die rechte Hand greift sich den Gurt links hinten rum und die linke greift ihn vorne. So, ja, das stimmt jetzt wieder. Sorry, Hirnfurz. Mit dem Einatmen zieh die Rippen lang, benutzt die linke Hand. Mit dem Ausatmen zieh die tiefer in den Twist, benutzt die rechte Hand. Schultern weg von den Ohren. Kopf hängt. Wann immer du sagst, der Twist ist jetzt effiziente, reicht, danke, wechsle in deine Variante von einem Forward Fold. Und die kann heute so frei gewählt sein und so anders, als du es sonst irgendwie vorgeschrieben oder gecued kriegst, wie du magst. Spül dir gerne ein bisschen mit so Mikrowacklern, ganz kleinen Adjustments, wie was passiert, wenn du den Fuß flexst und wenn du ihn locker lässt. Handflächen hoch oder runter ist auch ein ganz spannender Unterschied. Ganz langsam roll die wieder hoch. Falls dein Bein jetzt in Lotus ist, bring das Schienbein bitte zur Matte. Wir machen wieder unsere Gate Sweeps. Hand stützt auf Hüfthöhe mit dem Einatmen, zieh den diagonalen Arm hoch. Ausatmen, Option. Entweder es wird mehr Sidebend oder Forward Fold. Also bleibt das ganz bei dir, ob das eher lateral ist. Oh, ob du wo kurz bleiben wirst oder long bleiben wirst. Oder ob das Dynamische gerade cooler ist, deine Wahl. Das darf eine super expressive TänzerInnenbewegung sein. Was manchmal sehr cool ist für die, so ein bisschen Seelenfutter. Und wenn du das nächste Mal in deiner Gate Pose bist, bring die Hände zur Matte, steig noch hin in deinen Down Dog. Von deinem Down Dog roll die nach vorne im Plank und setz die Knie ab. Chaturanga, verlagere das Gewicht nach vorne, beug Ellbogen zur Körpermitte. Sphinx mit Froschbein. Bring die Ellbogen unter deine Schultern, Handflächen nach vorne. Und dann beugt das rechte Bein in einem 90-Grad-Winkel. Ich würde euch empfehlen, da Polster oder Decke drunter zu geben, wenn ihr am Holzboden seid. Wir sind da nämlich ein Zeitl und es ist ein bisschen feiner dann. Da gibt es jetzt auch die Option, das ist ein bisschen ungewöhnlich, ich glaube im Forest-Yoga ist das überhaupt kein Ding, einen Block zu nehmen, vor allem wenn ihr immer merkt, im Sphinx, es holtet was im Nacken. Einen Block zu nehmen und die Stirn einen Block abzulegen. Das kann richtig geil sein. Die Gefahr ist halt, dass ihr dann in die Schultern sinkt. Nur da wir halt ein bisschen restaurativer unterwegs sind, ist das okay. Und dann lass deinen Kiefer, deine Zahnreihen und vor allem die Oberlippe, das ist so eine richtige Zicke manchmal, viel, viel weicher werden.
Du kannst dich auch damit spielen, dann ein bisschen Nackenliebe reinzubringen, indem du das rechte Ohr zur rechten Schulter gleiten lässt. Es kommt jetzt darauf an, wie dein Nacken banant ist. Wenn die rechte Seite so ein bisschen spinnert ist, ist das vielleicht nicht die Variante. Dann kannst du probieren, den Kopf hängen zu lassen und das rechte Ohr eher Richtung rechten Oberarm zu bringen. Das kann auch eine super gute Dehnung sein. Wenn das deine Wahl ist, zieh die linke Schulter nach hinten, um noch mehr Platz für den Nacken zu schaffen. Oder du machst ein paar Nackenhalbkreise, also Halbkreise mit dem Kopf. Das geht natürlich auch. Du kannst auch dich auf die Ellbogen stützen und dir selbst eine kleine Nackenmassage geben. Das ist auch richtig fein oft, weil wer tut es denn sonst? Und wenn du am Nackenmassieren bist, wander einmal vorne mit den Fingern Richtung Kiefer. Das sind oft zwar so richtig harte Kauenbrinzel in der Region, in der wir kauen. Die brauchen halt ein bisschen extra. Von da löst kurz beide Unterarme von der Matte, nicht um den Backbend tiefer zu machen, nur für einen Übergang. Mit dem Ausatmen fadel den rechten Arm unter der linken Achsel durch. Mein Favorit ist da dann einfach, den linken Arm nach vorne zu bringen und die Wange oder die Stirn drauf abzulegen. Je nachdem, wo du hin willst. Wenn es mehr Schulterliebe braucht, bring den linken Arm nach vorne und stütz auf Fingerspitzen. Und dann beginnt die Aufmerksamkeit zur Region zwischen den Schulterblättern zu schicken. Ganz subtil merkst du, wie sich die Region weitet mit dem Einatmen. Und die Ränder und Kanten der Region mit dem Ausatmen ein bisschen weicher werden. Die rechten Finger sind ganz natürlich gekrümmt. Und auch das linke Bein ist ganz locker. Wenn du noch ein bisschen arbeitet, schüttel es einmal ganz kurz. Und dann sage ihm bewusst, es ist okay, gib mir Ruhe. Lass deinen Atem wieder ein bisschen mehr soft werden. Wenn er angefangen hat, vor allem wenn wir so unsere Brust komprimieren und eng machen, so wie da jetzt gerade, kann es das sein, dass der ein bisschen gepresster wird und ein bisschen rasselnd. Sollte es der Fall sein? Denk dran, dass es nicht so sein soll. Und schau, was passiert. So einen ganzen süßen, geduldigen Atem. Löse, ich weiß, es war sehr schön, das ist eine super coole Pose. Komm zurück auf die Unterarme. Nur um dann die Stirn auf der Matte abzulegen. Zwei Optionen, Shoulder oder Pec Stretch. Für Shoulder Stretch bring den linken Arm gestreckt auf Schulterhöhe. Für Pec Stretch, also Brustmuskel, mach einen Kaktusarm draus. Leg das linke Ohr auf der Matte ab und dann dein Froschbein, das rechte Bein, steigt jetzt hinter dir zu Boden. Wenn der Boden weit weg ist oder du merkst so, hey, das fühlt sich nicht cool an, das trat mir im unteren Rücken, benutz einen Polster oder einen Block, damit das rechte Bein was zum Anhalten hat, zum Draufstützen. Sollte sich das im unteren Rücken absolut unfein anfühlen und zu viel Druck auf der Schulter sein, komm bitte in Chest Opener at the Wall.
Das ist die Alternative dazu. Und jetzt kannst du damit spüren, wie tief du da reingehen wirst. Du kannst beide Beine anwinkeln wie in einer Brücke. Du kannst dann sogar beide Beine strecken. Das mit der Brücke, mit Beine anwinkeln, gibt oft ein bisschen mehr Stabilität im unteren Rücken, kann aber auch mehr Druck auf die Schulter geben. Also sei ganz vorsichtig, spür dir mal rein, ob das was ist für dich. Und dann beginn deinen sehr bewussten Ich atme ein, ich atme aus Moment in die Schulter zu lenken. In die linke Schulter bzw. in den linken Brustmuskel. Und beobachte, wie auch da die Ränder deines Spots mit dem Ausatmen einen Ticken weicher werden. Komm langsam wieder zurück in Bauchlage und in deine Sphinx. Zweite Seite. Polster dein linkes Knie, damit es ganz, ganz sicher nicht irgendwie zu zwicken anfängt. Das ist nämlich super unfein in so einer Froschposition. Und find wieder die Arm- und Nacktvariante, die für dich funktioniert. Wenn du die Stirn am Block ablegen möchtest, mach das. Wenn du den Kopf hängen lässt, Schulter und Ohr zueinander finden, diesmal wären es linke Seite, falls du vorher die rechte gemacht hast. Oder du machst ein paar Halbkreise, schließt die Augen auf jeden Fall, egal wo du bist. Und wenn eine Seite von deinem Nacken einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, gib ihr ein paar extra Momente. Ich atme ein. Ich atme aus. Der Gesichtsausdruck ist so, wie wenn man am Tier oder am Baby beim Schlafen zuschaut. Das ist absolut, das ist Blessed-Ding. Das ziert deine Stirn, deine Augen, deine Lippen. Oder frisch eingelassenes Bad mit einer geilen Badebombe vom Lush, weil Gönnung. Dann bring die Unterarme zurück, falls du den Block gehalten hast. Löse kurz beide von der Matte. Mit dem nächsten Ausatmen bring den linken Arm unter der rechten Schulter durch. Linkes Ohr legt ab für Thread the Needle auf der zweiten Seite. Und wann immer irgendein Shoulder Stretch in Bauchlage zu viel für deine Schulter sein sollte, kannst du das Gleiche einfach im Sitzen machen. Also wenn du sagst, na, das ist mir zu viel Druck, kannst du dich gerne aufsetzen und in einem Hebel einfach den Arm einmal rumsitzen, weil das ist nicht immer zu 100% fein. Und da kannst du besser steuern, wie weit du gehen willst. Oh. Das andere ist ein bisschen restaurativer, das ist ein bisschen kontrollierter. Und so kannst du dir nachher noch eine Nackendehnung gönnen, indem du rechtes Ohr zur rechten Schulter gleiten lässt. Goodie.
Release. Wenn du auch vorher gemerkt hast, Pec Stretch und Shoulder Stretch funktioniert auf der Seite nicht so cool und du warst es, kannst du jetzt den Chest Open at the Wall kommen als Alternative. Wenn du sagst, das hat super cool funktioniert, ich gib's mir noch einmal, bringst du jetzt deinen Arm in eine Kaktusposition, sorry, Judith, entfädeln, bringst du deinen Arm in eine Kaktusposition und kommst in deinen Pec Stretch auf der zweiten Seite. Und es kann sein, dass die, das ist als die erste, das heißt, vielleicht ist der Pec Stretch da zu viel. Komm wieder raus und streck den Arm, wenn es wirklich viel zu viel ist. Du kannst gerne mitspülen, die Beine anzuwinkeln, wenn sich das im unteren Rücken okay angespürt, vielleicht sogar stabiler. Du kannst dir aber damit spülen, den linken Arm zum unteren Rücken zu bringen. Das ist für die linke Schulter oft ein bisschen cooler, weil sie nicht so nach vorne runterhängt, sondern nach hinten wandert. Und der Stretch kann sehr intensiv sein. Also was sind jetzt deine Kompensationsmuster? Hast du angefangen, die Zähne zusammenzukneifen? Hast du angefangen, deinen Atem zu verkürzen? Die rechten Zehen zu spreizen und zu verkneifen, wo der rechte Bein doch super gechillt sein könnte. Löse, komm zurück, streck den rechten Arm jetzt nach vorne, um in der Rückenlage zu kommen. Oh. Überleg gerade, gibt sich das noch aus? Es ist so kurz die Zeit. Ja, mach. Ja. Wohl. Schnapp dir dann den Block. Und bring den Block, falls du eine Forest-Yoga-Rolle hast, ist das natürlich noch cooler, zwischen deine inneren Oberschenkel, die Arme in einer Kaktusposition oder wenn es ein bisschen viel für die Pecs jetzt war, streck die Arme einfach neben dir. Mit dem Ausatmen lass deine Knie nach rechts gleiten. Das kann alles sein zwischen, je nachdem wo du den Twist haben willst, recht nahe am rechten Ellbogen oder fast auf Hüfthöhe. Du kannst einmal die durchprobieren, wo es gut tut oder tut es gut. Und dann kannst du einmal nachschauen, welche Kopfposition cool ist. Das kann ganz klassisch Forest Yoga über die rechte Schulter sein. Das kann gerade nach oben zur Decke sein, da ist die Rückseite des Nackens ein bisschen länger. Und es gibt Tage und Momente, da ist es ganz fein, über die linke Schulter zu schauen. Probier mal alle Kopfpositionen aus und dann bleib bei der, die für dich jetzt gerade auf der Seite am coolsten funktioniert. Und dann lass deinen Bauch wieder ganz weich werden. Der Block zwischen den Oberschenkeln gibt uns genug Stabilität im unteren Rücken. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt die Mega-Core-Power. Und irgendwie fühlt es sich auch ganz fein an, wenn der linke Oberschenkel so über den Block schmelzen kann. Beobachte, wie die linke Schulter weiter Richtung Boden sinkt. Die rechte Seite der Rippen. Dann komm zurück zur Mitte, stell die Füße kurz auf,
Positioniere deine Hüfte wieder in der Mitte. Wir kommen, lass die Arme so breit und weit liegen. Wir machen nur ein paar schnelle Bridge Lifts, um sicher zu gehen, dass alles an unserer Wirbelsäule einfach schweinshappy ist. And for the butt. Es ist einfach gut. Es tut einfach gut. Und von da, lass jetzt deine Knie nach links gleiten. Und du kannst da gerne nochmal nachspielen und reinspielen, weil wir die Positionen ein bisschen länger und gechillter halten, ist das Setup ganz wichtig. Das heißt, wenn du merkst, okay, da werden die Kaktusarme jetzt cooler auf der Seite, komm nochmal raus, ändere die Armposition. Du kannst da nochmal rauskommen, die Hüften ein bisschen weiter nach links schieben und schauen, was das verändert. So die ganzen kleinen Wickelwackler, wie bevor man sich für so einen Filme- oder Serienmarathon herrichtet, all die Polster hat, all die Snacks und es muss einfach perfekt sein. Oder vor dem Bad, vor dem Boden gehen. Du musst auch alles perfekt sein, weil aussteigen ist dann einfach keine Option mehr. Welche Kopfposition tut jetzt auf der zweiten Seite gut? Blick nach links, zur Decke oder nach rechts. Du kannst da gern die Augen schließen, falls du es nicht eh schon getan hast. Den Bauch wieder ganz locker und weich werden lassen. Und dann komm zurück zur Mitte. Zwei Vorschläge für Shavasana. Shavasana 1 ist mit Blöcken unter den Knien. Bobst nochmal aufheben, steiß nach unten längen. Und da kannst du dir super Decken rüberlegen, das geht mega geschmeidig. Shavasana Position 2 ist A. Gestütztes, aufrichtendes Shavasana. Da bleiben wir noch ein bisschen mehr bei dem Front Body Opening. Dafür stellst du den oberen Block aufs höchste Setting, den unteren aufs zweithöchste und legst dann Bolster drüber. Das ist zu knapp. Dann rutschst du mit deinem Po ganz neu in den Bolster und kannst dich dann einfach auf deinen selber gebauten Minisessel stützen. Das kann auch super cool sein. Falls ihr nicht so einen Bolster habt, geht es saugut mit einer zusammengerollten Decken, weil die auch so stabil ist. Das ist zwar eigentlich so inoffizielles Schwangeren-Shavasana, aber ich finde das so geil. Das ist so angenehm. Eine dritte Option habe ich vergessen, Shavasana in Bauchlage. Dann würde ich euch aber empfehlen, die Stirn auf einen Block zu legen oder auf einen Gegenstand, damit ihr ein bisschen erhöht seid und einfach atmen kennt, schier gesagt. Richte jetzt ein letztes Mal deinen magischen Spot ein. Deck die zu, zieh die an, nimm einen Schluck Wasser. Wackel noch einmal rum und zieh alles dorthin, wo es hingezogen gehört. Du kannst da gerne das Licht ausschalten. Und dann schließ deine Augen, falls du es nicht eh schon getan hast. Lass deinen Atem wieder zu 100% natürlich kommen.
ohne auch nur irgendwie zu drucken, zu erzwingen oder wirklich viel Aufwand oder Gedankengut dafür zu verwenden. Sie einfach vom Boden stützen und halten und werde dir jetzt in dem Moment sehr, sehr bewusst, dass du von unten gehalten wirst. Werd dir wieder bewusst, dass du einatmest und ausatmest. Werd dir bewusst, wie die Luft deine Lungen füllt, dein Blut anreichert. Dass dann bis nach oben in deinen Kopf wandert. Dass jeder noch so kleine Ecke, jeder letzte Winkel, jeder Zentimeter von deinem Körper mit dem Atem und der Luft versorgt wird. Wander einmal mit dem nächsten Atemzug und diesem angereicherten, mit frischer Luft versorgten Blut. Über die Lunge, bis ins Gehirn, bis nach unten in die große Zehe. Wir schließen mit einer kleinen Dankbarkeitsmeditation. Zähle jetzt in deinem Kopf bis 3 und für jede Zahl werden wir eine Sache oder ein Ding uns vor Augen führen, für die wir gerade dankbar sind. Eins. Das Geschenk jetzt, das ist die Dankbarkeit dafür, genau in dem Moment jetzt lebendig zu sein. Du bist jetzt gerade in dem Moment und an dem Tag heute lebendig, in genau der Ort, wie du jetzt da bist. So viele Dinge haben passieren müssen, dass sich genau das so ausgeht. Du bist in dieser Welt geboren worden. So weird und abgefuckt sie ja manchmal ist, sie ist auch ziemlich cool. Du fühlst und schmeckst und siehst jeden Tag durch deine ganz eigene, extrem spannende und wertvolle Wahrnehmung. 2. Das Geschenk zu hören. Dankbar zu sein dafür, dass du hören kannst. Du hörst meiner Stimme jetzt schon seit 75 Minuten zu mit deinen Ohren. Und das ist eine wahnsinnig coole Sache. Du hörst, wie andere dir wertvolle Worte mitteilen, die dann bei dir landen und irgendwas bewegen. Du hörst Musik, die auch irgendwo landet und riesen Wellen von Gefühlen in Bewegung setzen kann. Du hörst, wie jemand deinen Namen sagt. Und hörst sogar deinen eigenen Atem. 3. Das Geschenk deines Herzens. Dankbarkeit dafür, dass
dass du deinen Heart Space hast. Verfolge mal kurz noch und spür mal kurz noch, ob du deinen Herzschlag wahrnehmen und außerkitzeln kannst. Für all die Liebe, die du geben kannst, geben hast und all die Liebe, die du gekriegt hast. Und Liebe ist oft so ein bisschen ein verkorkster Begriff. Das kann alles sein von PS, ich liebe dich, bis hin zu einem ganz verkorksten Valentinskonstrukt. Aber im Endeffekt ist es einfach so eine Art von purer, echter, gerader Zuneigung. Eine ungefilterte, unhinterfragte, immer noch sehr verquerte und verwirrte Art, aber es landet einfach, ohne dass du irgendwie drüber nachdenken musst. Es ist was super Natürliches. Dein Heart Space, der Rhythmus, der dich vom ersten Moment bis zum letzten begleitet. Dein Motor. Dein Zentrum für alles, was deine anderen Sinne nicht wahrnehmen können. Beginn wieder tiefer zu atmen. Während du bei dir behaltest, wie dankbar du bist fürs Leben, für deine Sinne, mit denen du die Welt wahrnehmen kannst. Und für dein Heart Space, dein Herzschlag, der dich von einem Moment in den nächsten tragt, dein sicherer Anker ist, dein Motor und jede Botschaft in deinem Körper verteilt. Beginn mit den Fingern, mit den Zehen zu wackeln. Dein Leben, deine Sinne, dein Heart Space. Kreis die Hand- und Fußgelenke, beginn die durchzustrecken. Dann roll die zu einer Seite in der Embryonalstellung. Gib dir am letzten Moment diesem Gefühl von Dankbarkeit hin. Für die Dinge, die wir immer für selbstverständlich halten. Halt die Augen geschlossen und richte auf in eine sitzende Haltung. Genauso geschmeidig und slow-mo wie die letzte Stunde. Und jetzt such dir raus, welche von diesen drei Dankbarkeitsanstößen bei dir am ehesten gelandet ist und welcher Aspekt davon. Also dieses kleine Salz- und Zuckerkorn, das irgendwie sitzen geblieben ist. Du atmest ein. Du atmest aus. Und du bist unwahrscheinlich dankbar für. Atme ein für die Arme über Kopf. Sammel diese Dankbarkeit, all den guten Atem, all den guten Schädel, den wir kreiert haben, zwischen den Handflächen ein. Spürst zwischen den Handflächen vibrieren, atme aus für die Hände, Namaste und die Stirn für klare und liebevolle Gedanken. Und die Lippen für wahre und liebevolle Worte. Und dann die Brust für aufrichtige und liebevolle Absichten und Taten. Danke, ihr Fabelwesen, ihr dürft fast zu gut sein, um echt zu sein, dass ihr euren Abend mit mir verbringt.